Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 2205. Und ja, endlich geht's weiter in Anno. Ich habe mich schon richtig drauf gefreut. Hatte allerdings jetzt die Tage auch noch die anderen Projekte, Hearthstone, FIFA, wo ich mal wieder was machen musste. Und jetzt endlich wieder Anno. Und ja, ich habe hier ja die Transferroute, glaube ich, in der letzten Folge eingerichtet. Wo wir jetzt hier aber in den Arkia-Schollen noch mehr von denen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, keine Ahnung, was machen müssen. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Zeit haben. Ich warte hier. Oh, so. Dann gehen wir mal hier rein. Wir müssen nämlich welche von diesen... Wir haben einige Sachen zu erledigen. Wir müssen nämlich jetzt ein paar von denen hier bauen. Wo haben wir es? Bin jetzt ein bisschen verwirrt, dadurch, dass ich diese hier brauchen will. Jetzt zuletzt mit meiner Freundin an dem anderen Account auch ein bisschen gespielt habe. Muss ich erstmal wieder checken. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Was hier Sache ist. So, ich sehe, Aluminium brauchen wir auch mehr. So, dann haben wir das auch. Brauchen wir welche von den Fischergeschichten. Hier hatten wir auch schon anderes Land besiedelt. Brauchen wir auch, denn das wird gar nicht so leicht alles abzudecken, das hier nämlich. Das Problem ist, bei jeder Erweiterung braucht man immer dieses. Und das kriegt man nur durch Mission, die Petrochemikalien. Und, ja. Da Missionen immer relativ zeitaufwendig sind, habe ich eigentlich gar keinen Bock, so viele Missionen zu machen. Leider muss man für diese Dinge die Mission machen. So, jetzt haben wir das wieder auf Null und jetzt bauen wir hiervon noch was. Und dann brauchen wir noch hiervon was. So, und jetzt haben wir jetzt alles hier wieder im Lot? Nein. Nicht. Jetzt bräuchten wir nämlich das hier. Dafür müssen wir aber eine Mission machen. Und ja, das machen wir jetzt auch. Diese Denn Terroristen sind wir haben ja keine andere Wahl. Und nicht nur. Sie haben heute eine gute Tat getan. So, was ich jetzt nicht weiß wiederum ist. Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit umzugehen. Bei hier Ihnen würden wir jetzt 15 Petrochemikalien kriegen. Das ist natürlich noch ein bisschen schwach, aber wir müssen für die nächste Stufe hier brauchen wir noch Militär, müssen wir noch ein bisschen aufsteigen in der Militärstufe. Also müssen wir jetzt erstmal die Mission und danach können wir die mittelmäßigen Missionen. Da kriegt man so um die 100 Petrochemikalien. Das bringt dann schon mehr. Dann kann man wenigstens auch ein bisschen was davon machen. Da sind sie ja. Und keine Minute zu früh. Die Orbital Watch. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Okay. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Ja, wir regeln das. Wir wünschen niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Ja, komm, laber nicht. Im Gange. Wir haben hier unsere Kriegsschiffe. So, da hinten ist unser Ziel. Das Ding müssen wir fertig machen. Bestätigt. Ich glaube, das kommt sowieso auf uns zu. Koordinaten bestätigt. Holen wir uns hier die Sachen. Verstanden. Kampfstationen. Huch. Hier sind wir schon ein bisschen sehr ins Bombardement geraten. Erstmal die, danach können wir die da machen. Ziel bestätigt. Das da mal platt. Bereit
für Einsatz. Ja, hier sind die aber noch schön einfach, dadurch, dass das jetzt noch Missionsstufe 1 ist. Ist alles noch um einiges leichter. Volle Kraft voraus. Wir werden beschossen. So, haben wir das weggeballert. So, seht ihr, wir sammeln auch auf der Strecke das ein oder andere ein. Volle Kraft voraus. Was uns auch was bringt. So, da zum Beispiel auch Petrochemikalie. Dann hauen wir hier nochmal das weg. Da kam jetzt nichts raus. Hauen wir die hier nochmal weg. Kampfstationen. Alle zum Einsatz. So, da drüben sind auch noch Petrochemikalien, die nehmen wir auch noch mit. Koordinaten bestätigt. Dann hauen wir das hier weg. Volle Kraft voraus. Irgendwas. Seht ihr, da kommt noch ein Medium. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Richtung zu der Orbital Watch oder wie die heißt. Volle Kraft voraus. Damit die jetzt nicht an uns vorbeifährt. Ah, da. Verstanden. Seht mal, die anderen haben das da schon. Wir werden beschossen. So, und jetzt Nuklearrakete abgefeuert. Jetzt geht's nämlich los. Die schnappen wir uns jetzt. Oh, warte, das nehmen wir noch vorher mit. Koordinaten bestätigt. Wir werden beschossen. Wir haben ein paar Freunde zur Hilfe gerufen. So. Grünes Licht. Bam. Ich muss Ihnen danken. Easy. Ohne Sie wäre von unseren Protektoraten nichts übrig. So, jetzt haben wir insgesamt 21 von den Hydrochemikalien bekommen und in Zukunft können wir dann die anderen Missionen machen. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe hier ein Lager. Wir könnten Geschäfte machen. Das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, wie das hier mit den Geschichten ist. Mit dem Weltmarkt. Damit könnte man wohl auch handeln. Kostet dann bloß Geld. Aber da muss man nicht immer die ganze Zeit alles selber produzieren. Das habe ich aber jetzt auch noch nicht ausprobiert. So, wir hatten jetzt noch Mangel an denen. Also setzen wir da nochmal einen dazu. Und dann läuft das hier alles wieder. Und die brauchen Monument. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Monument sollen wir bauen. So, wo haben wir denn das? Yo, hast du dir schon überlegt, ob du mit mir Geschäfte machen willst? Können wir das hier schon verbessern? Nö. Können wir noch nicht verbessern? Ja, das wollte ich gar nicht. So. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Labarababa. Nee, aber ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Was wollte ich denn nochmal jetzt machen? Dieses brauchen die hier auf jeden Fall.
An irgendeiner Stelle jammern sie rum, dass sie das brauchen. Oder wollen. Ah, hier. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Energie. Brauchen Energie. Habe ich da noch einen Platz? Nein. Das nehmen wir mal mit. Und Energie ist das auch nicht. Dann bauen wir hier nochmal so ein Energieding hin. Warnung. Energieknappheit. So, passt wieder. So, und die wollen hier Luxus essen jetzt. Das kommt aber von unserem anderen Standpunkt. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Und nebenbei kann ich ja mal gucken, was hier so gehen würde. So, ich kann es so rum machen, aber ich kann es auch... Nee. Kurz ausprobieren. So viel brauche ich doch gar nicht, ey. Ach, das geht ja kostentechnisch noch voll. Bestätigen. Die Waren wurden losgeschickt. Wir sagen Ihnen Bescheid, wann Sie eintreffen. Ja, das habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Verbunden. Aber wir wollen jetzt auch hier dafür sorgen, dass wir diese Restaurants haben, um das zu produzieren. Und dafür brauchen wir... Können wir es schon machen? Können wir schon. Haben wir aber noch gar nicht, oder? Doch, haben wir hier. Erweitert. Da ist eine Rinderweide. Sorry, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Das Ding ist bloß, dadurch, dass ich nebenbei das andere Spiel auch spiele, wo ich auch das alles baue, muss ich manchmal ein bisschen mich orientieren, ob ich das hier alles schon habe. Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo das Restaurant ist. Wo ist denn das Restaurant? Oder habe ich nur das beides gebaut und kein Restaurant? Sieht so aus, irgendwie. Oh gut, dann bauen wir das jetzt noch. Habe ich doch alles schon gebaut. Was ist denn los? Eine Sache, die ich allerdings hier gemacht habe, die ich bei der anderen Welt gar nicht gemacht habe, ist der Staudamm. Den habe ich in der anderen Welt nicht gemacht und da habe ich jetzt schon Zehntausende von diesen Energiedingern gebaut, die alle nicht so viel bringen. Nö, also ich entdecke hier das Restaurant nicht. Es ist verschollen. Wenn ich eins gebaut habe, ist es verschollen. Ach so, ich habe auch nur die Sojafarm und das gebaut, aber das hier ist, ich brauche das. Das hier und das Weingut brauche ich dafür. Und das habe ich beides noch nicht gebaut hier. Ziemlich sicher, dass ich davon noch was brauche.
Nee, die Rinderfarm war ich schon. Alter, was denn? Verwirrung, ey. Brauchen wir da noch ein bisschen was? Es hängt halt alles miteinander zusammen, ne? So, und wie sieht das jetzt aus? Immer noch minus 1. Wir brauchen noch mehr Wein. Du hast deinen Laden gut im Griff. Schön für dich. Bauoptionen erweitert. Ist da noch eins hin? Oh ja, sauber. Und Fleisch brauchen wir auch nochmal. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Jetzt brauchen wir Saft und Wasser. Weil wir auch Energie benötigen gerade. Den letzten Energiedingens gebaut. Warnung, Energienetz überladen. So, Alter, komm. Immer noch mehr Sojabohnen. Die Schweine, die Kühe fressen so viel, die Rinder. Die Inder. So, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben es jetzt ja langsam wieder in den Griff bekommen, die ganzen Geschichten. Und da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und ich sage erstmal, bis dann. Ciao. Vorsprung ausgebaut.